EA hat uns gestern mit Content zugeballert und ich habe euch auf Instagram gefragt, welche Fragen ihr zum ganzen Content habt und ich werde euch jetzt alles genauestens erklären. Da dieses Video sehr viel Zeit und Arbeit gekostet hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Abonniert den Channel, wenn ihr neu seid und um nichts mehr zu verpassen, aktiviert ihr auch die Glocke. Ich sitze hier um mittlerweile 4:30 Uhr morgens und nehme das Video für euch auf. Also Leute, der Hustle is real, let's go! Zuallererst kommen wir zu den kurzen Trading-Fragen und zwar, wird es irgendwelche Investments geben? Ja, schaut euch auf jeden Fall dazu das letzte Video von gestern an oder beziehungsweise jetzt gerade von vor ein paar Stunden. Hier gibt es auf jeden Fall einige Investment-Tipps und morgen am Sonntag werden natürlich auch noch wieder Investing-Tipps folgen. Eine kostenlose Trading-Gruppe oder allgemein eine Trading-Gruppe habe ich leider nicht, aber dafür teile ich sehr viele Trading-Tipps und Investing-Tipps in meiner Instagram-Story, damit ich euch da auf dem Laufenden halten kann. Und ob sich die Preise stabilisieren werden, kann ich euch ganz einfach sagen, nein, es wird nicht passieren, sondern der Markt wird weiter runtergehen. Metakarten wie zum Beispiel Haaland, Cristiano Ronaldo, Vinicius Junior und Co. werden auf jeden Fall in Zukunft sinken. Es kann auch durchaus sein, dass Haaland bald SBC-Futter sein wird. Also falls ihr noch Karten haben solltet, verkauft sie gerne. Schreibt doch in die Kommentare, ob ihr irgendwelche Fragen habt, zu welchem Spieler, wen sollt ihr verkaufen, wen soll ich kaufen. Da werde ich euch natürlich auch zur Hand gehen und beantworte alle Fragen. Doch kommen wir jetzt erstmal zum wichtigsten und spannendsten Thema und zwar die Token. Und zwar werden wir insgesamt 50 Token bekommen und diese Token werden bis zum 4. Januar 2023 erhältlich sein. Ab dem Zeitpunkt hört es dann Ganze auf und wir werden keine weiteren Token mehr sammeln können. Die meisten Token werden in Objectives drin sein, beziehungsweise in den Zielen und EA möchte damit erreichen, dass wir möglichst viel das Spiel spielen im Gegensatz zu letztem Jahr, wo das im Januar ja so einigermaßen totgegangen ist. Und nach dem 4. Januar kommt ja relativ zeitnah auch schon das Team of the Year, das kommt ja immer so Mitte Januar, Ende Januar. Und auch hier wird dann wieder EA weiter Action machen, aber auf jeden Fall sollten die Token-Promos bis zum 4. Januar gehen. Da wir 50 Token haben und die höchste Token-Belohnung Vieira ist mit 40 Token, gibt es natürlich einige Möglichkeiten und Kombinationen, wie man das Ganze am besten machen sollte. Und wenn ihr nicht so faul seid wie ich, der sich nicht unbedingt jeden Token erspielt, sondern ihr spielt euch wirklich alle Token, könnt ihr euch echt krasse Kombinationen leisten. Einer meiner Favoritenkombinationen ist unter anderem Cafu als Rechtsverteidiger und dazu kann man dann auch noch dieses 3x84 mal 20 Pack machen. Da habt ihr halt 20 Token hierfür und 30 Token hierfür, müsst aber dafür jeden einzelnen Token mitnehmen. Ich werde euch auch in diesem Video zeigen, wo ihr alle Token finden könnt und natürlich auch eine Webseite verlinken, in der ihr wirklich alle Token auch regelmäßig nachschauen könnt. Eine weitere Kombination, die natürlich auch sehr gut ist, ist der FIFA World Cup Icon Player Pick, den ihr nehmen könnt. Und dann habt ihr quasi 35 Token aufgebraucht und habt noch 15 und könnt alles bis Fabinho mitnehmen. Hier gibt es natürlich einige Spieler, die sehr interessant sind. Ein Mount ist interessant, ein Hazard, ein Coman. Es kommt halt wirklich drauf an, welcher Spieler euch am meisten zusagt. Jeder hat da andere Präferenzen. Dementsprechend könntet ihr auf jeden Fall so ein World Cup Icon mitnehmen oder eine World Cup Hero Karte für 25 Token und dazu dann vielleicht noch zwei Spieler, zum Beispiel ein Fabinho oder ein Mount oder vielleicht noch irgendwie ein Eden Hazard und dann noch ein paar andere Karten, wie zum Beispiel ein Ake oder das 84x20 Plus Pack. Hier gibt es auf jeden Fall sehr, sehr nice Sachen, die man bekommen kann und ich finde ehrlich gesagt, ab diesen 8 Token, die man hier hat, mit einem Danilo Pereira zum Beispiel oder einem Brandt, gibt es auf jeden Fall schon sehr interessanten Karten, die das eigene Team wirklich sehr verschönern können. Dementsprechend ist das Ganze so ein bisschen Geschmackssache. Ich würde ehrlich gesagt, glaube ich, wirklich auf diesen Icon Player Pick gehen und da meine ganzen Sachen drauf schwitzen und dann am Ende vielleicht noch hier irgendwie das 84x20 Pack nehmen und dann nochmal gucken, was ich hier für 5 Token bekomme. Ist jetzt nicht wirklich wildes, aber Kramaric zum Beispiel finde ich auch ganz cool. Könnte eine coole Stürmerkarte sein. Das wäre so, denke ich mal, meine Kombi, die ich machen würde. Oder ich sage, ich schwitze komplett drauf, wenn ich eh schon die 35 Token fertig habe für den Icon Player Pick, dann kann ich mir auch den Vieira holen. Die Karte sieht auf jeden Fall sehr, sehr, sehr geil aus. Und dazu mache ich dann trotzdem halt vielleicht noch hier irgendwie das 84x20 Plus Pack. Aber ich kenne mich selbst, ich werde definitiv keine 50 Token erspielen oder die irgendwie anders ergraden mit SBCs oder was es nicht alles geben wird. Dementsprechend werde ich immer sehr wahrscheinlich hier die Hero Picks machen und dann das war es dann auch schon. Also die 35 Token wird, denke ich mal, bei mir das Maximum sein. Aber ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie viele Token ihr vorhabt zu sammeln und was eure Ziele sind dabei. Ich habe ja gerade von der besagten Website geredet und die werde ich euch auf jeden Fall ganz oben in der Beschreibung verlinken. Und zwar sehen wir das einmal hier, das ist von Morfoot. Und hier können wir sehen, wo die ganzen Token erhältlich sind und wie lange diese Token auch laufen. Also da sehen wir schon, dass die alle am 22. Dezember, 23. Dezember auslaufen werden und das sind auch die ersten 14 Token, die wir bisher bekommen haben. Hier könnt ihr es einmal im groben Überblick sehen, aber ich habe hier natürlich auch wieder einige Bilder vorbereitet, wie ihr die ganzen Karten am schnellsten erspielen könnt bzw. finden könnt. Die ersten beiden Token sind sehr, sehr einfach zu bekommen und zwar sind die in den ganz normalen Zielen erhältlich, bei dem ganz normalen Account-Level. Das erste habt ihr auf Level 5 und den zweiten habt ihr auf jeden Fall bei Level 10. Das sollte relativ easy sein, indem ihr dann einfach hier die ganzen Aufgaben abschließt, die ihr sowieso abschließen müsst, um viele Karten zu bekommen.
und dementsprechend sollte das auf jeden Fall für gar keinen ein Problem sein. Die nächsten wichtigen Swap-Token sind die Swap-Token 3 bis 5. Die findet ihr unter den Meilensteinen im FIFA World Cup Tausch Showcase Nummer 1. Und da ist es wirklich sehr wichtig, dass ihr vor allem die Durch-Japan-Challenge als allererstes macht, denn dort bekommt ihr ein Gruppe A Essence Pack, wo halt auch Katar-Spieler drin sein werden. Und diese Katar-Spieler braucht ihr auf jeden Fall dann für die nächsten Challenges. Das Coole bei den drei Challenges ist es, dass ihr zumindest zwei miteinander kombinieren könnt. Ihr könnt Japan auf jeden Fall immer dazu nehmen, die Japan-Challenge, weil ihr da halt nur einen Japaner braucht, indem ihr da Vorlagen macht. Und das Ganze könnt ihr in Squad-Battles machen auf Halbprofi, was für jeden sehr, sehr easy sein sollte. Und danach könnt ihr zum Beispiel die Spanien-Challenge machen oder die England-Challenge machen, indem ihr da halt die restlichen Spanier oder Engländer reinstellt und dann mit denen halt die Tore schießt, die da verlangt werden oder allgemein die Aufgaben da zusammen löst. So habt ihr auch wieder 2 in 1 kombiniert und habt 2 Token bekommen in der Zeit, die ihr quasi nur für eine Aufgabe eigentlich gebraucht hättet. Und dann kommen wir natürlich auch schon zu den Token 6 bis 14. Die findet ihr ebenfalls in den Meilensteinen und dann unterm World Cup Tausch Woche 1. Und da haben wir natürlich sehr viele Nation Challenges. Bei diesen Nation Challenges müsst ihr leider wirklich jedes Mal 6 Live-Foot-Freundschaftsspiele spielen. Am besten denkt ihr da an die Regel Nummer 1 und zwar: kassiert ihr ein Gegentor, quittet ihr sofort, schießt ihr ein Tor, hofft natürlich, dass der Gegner quittet, weil so sollte das Ganze sein, damit wir der Community auf jeden Fall was Gutes tun können. Und das müsst ihr leider mit jeder Nation machen und die Katar-Spieler bekommt ihr, wie gesagt, aus der ersten Challenge. Abgesehen von den ganzen Tausch-SBCs und den Token haben wir noch einen Bergweis als SBC bekommen und wir werden in nächster Zeit auf jeden Fall öfter Spieler bekommen, die wir als SBC lösen können und sie dadurch erhalten können. Dementsprechend werden sich auch Futterspieler und Futterinvest in nächster Zeit auszahlen können. Vor allem unter der Woche sollte das Ganze sehr, sehr gut laufen, aber dazu werden wir natürlich morgen in dem Video sprechen. Als nächstes schneiden wir auf jeden Fall noch einmal ganz kurz die Heroes an und zwar werden wir halt oder haben wir jetzt FIFA World Cup Heroes bekommen. Diese Heroes sind quasi Upgrades für die Hero-Karten. Letztes Jahr hatten wir das so ähnlich mit anderen Karten und das ist jetzt auch hier wieder der Fall. Hier werden wieder besondere Momente von den einzelnen Spielern gefeiert. Die haben wieder bessere Werte bekommen, haben auch eine andere Spielerbiografie bekommen und sind einfach im Allgemeinen etwas besser. Diese Karten werden aber nicht die ganze Zeit zu ziehen sein, sondern ich denke mal, solange wie das ganze Event geht, bis zum 4. Januar, werden diese Karten zu ziehen sein. Danach, denke ich mal, werden diese Karten nicht mehr in den Packs sein. Hier habe ich für euch einmal eine Liste rausgesucht von den besten Spielern, die ihr bekommen könnt, bis zu den normalen Spielern und schlechtesten Spielern. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr schon jemanden gezogen habt. Ich habe auf jeden Fall einige Insta-DMs bekommen von euch, von Leuten, die halt schon Völler gezogen haben, die Lucio gezogen haben. GGs auf jeden Fall an jeden Einzelnen von euch. Ich gönne euch auf jeden Fall das allerbeste Packluck. Und ja, ich würde sagen, wir wechseln auch direkt zum Path to Glory Event. Bevor ich euch das ganze Path to Glory Event einmal zeige, haben wir hier einmal das Team. Und ihr könnt es schon sehen, es sind auf jeden Fall sehr, sehr nice Karten. Es gibt 2 Teams insgesamt, also Team 1 und Team 2. Das ist jetzt das allererste Team. Hier haben wir auf jeden Fall einige geile Karten, wie unter anderem ein Vinicius Junior, ein Koulibaly, Bernardo Silva, Lukaku, De Jong, Araujo, vor dem ich höllische Angst habe. In der Innenverteidigung, ein Griezmann, der sehr geil werden kann, meiner Meinung nach auch ein Gnabry, der absolut underrated ist und ein Grealish, also allgemein kann man sagen, dass das ganze Team bis auf jetzt Plata und Diviedo oder wie auch immer man den ausspricht, echt sehr, sehr geile Karten mit dabei sind, ein Melik und ein Delaney sind auch okay, aber werden diese Karten in den WL Rewards drin sein? Nein, werden sie nicht. Das liegt ganz einfach daran, dass wir jetzt für nächste Woche noch ein Team of the Week bekommen und danach, wenn die WM startet, werden wir kein Team of the Week mehr bekommen. Wir werden dann sehr wahrscheinlich eine andere Promo bekommen, die auch sehr geil sein wird und diese Karten können wir dann in den Weekend League Rewards ziehen, aber wir können auf jeden Fall für diese Woche und für nächste Woche sagen, dass wir keine Path to Glory Karten in den Weekend League Rewards haben werden. Dementsprechend, falls ihr noch irgendwie Inform-Packs habt oder irgendwas in der Richtung, versucht diese ganzen Karten noch aufzusparen, denn in 2 Wochen könnte es sein oder kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ihr dann die Promokarten in den Team of the Week Packs von den Weekend League Rewards bekommen könnt. Und keine Sorge, die roten Picks müsst ihr nicht aufsparen, die sind immer nur für die aktuelle Woche der Weekend League, dementsprechend könnt ihr sie ganz normal öffnen. Jetzt werde ich euch natürlich erklären, wie sich die Spieler eigentlich genau upgraden und zwar gibt es 5 Turnierphasen laut EA und die erste Phase ist halt die Gruppenphase Qualifikation. Also sollten sich die ganzen Spieler für die K.O.-Runden qualifizieren, kriegen sie auf jeden Fall ein +1 Upgrade. Sollte dieses Team dann im Achtelfinale ebenfalls gewinnen, werden sie wieder ein +1 Upgrade bekommen. Und ab dem Sieg in einem Viertelfinale bekommen sie 5 Sterne Skills und 5 Sterne schwacher Fuß oder 5 Sterne Skills und oder 5 Sterne schwacher Fuß. Es kommt natürlich drauf an, ein Vinicius Junior hat natürlich schon 5 Sterne schwacher Fuß bzw. 5 Sterne Skills eher gesagt. Sollte eine Karte schon 5 Sterne Skills haben und 5 Sterne schwacher Fuß, tritt der Fall ein, dass diese Karte ein höheres Rating bekommt. Das bedeutet, diese Karte bekommt ein +1, also quasi wie ein Inform nochmal dazu und Sieg im Halbfinale ist halt im Endeffekt dann nochmal 5 Sterne Spezialbewegung oder wenn das schon voll ist,
natürlich auch hier wieder ein +1 Upgrade. Dementsprechend kann es durchaus sein, dass eine Vinicius Junior Karte noch höher gehen könnte als ein Koulibaly, obwohl beide im Halbfinale bzw. im Finale stehen würden. Das sollte es auf jeden Fall zu dem Path to Glory Event sein. Wenn ihr natürlich zu allen Sachen noch Fragen habt oder Ergänzungen habt, ich kann ja auch nicht alles wissen, schreibt es mir bitte, bitte in die Kommentare und wir kommen jetzt rüber zum WM-Modus. Wie ihr hier sehen könnt, haben wir jetzt einen WM-Modus rausbekommen bzw. eher so einen Challenge-Modus in Ultimate Team, wo wir einfach Ziele abschließen müssen in Ultimate Team. Das möchte EA natürlich machen, damit wir halt viel länger FIFA zocken, viel mehr FIFA zocken und alle allgemein das Game einfach immer mehr und mehr spielen. Und wir kriegen hier natürlich wieder einige Rewards. Und zu den Rewards kommen wir gleich. Aber auf jeden Fall solltet ihr wissen, dass es hierzu 15 Level gibt oder beziehungsweise 15 Level Boni bis zum Ende des Events. Momentan sehen wir nur 10, beziehungsweise ich konnte nur 10 auf der Konsole sehen. Sobald man diese 10 abgeschlossen hat, denke ich mal, wird man noch weitere 5 sehen oder zu einer gewissen Zeit. Das ist noch nicht ganz sicher, das steht noch nicht fest oder ich habe es zumindest nicht gefunden. Falls ihr da was wisst, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Und ja, das erste Level seht ihr hier schon mal ganz entspannt. Da müsst ihr wirklich einfach nur ein paar Challenges abschließen. Ihr geht mit, von diesem Modus mit Dreieck auf die Challenges. Es können Daily Challenges sein. Es ist wirklich völlig egal, so wie es auf mich wirkt. Ihr müsst einfach nur Challenges abschließen. Und schon kriegt ihr auf jeden Fall ein paar Rewards. Unter anderem sind das auch diese World Cup Spieler, die ihr jetzt auch überall auf Footbin seht oder sonst wo. Die sind übrigens auch in so ziemlich allen Packs drin, bin ich der Meinung. Und wenn ihr eine gewisse Anzahl von Spielern schon von diesen Karten gesammelt habt, könnt ihr diese natürlich dann auch irgendwann dann für Rewards eintauschen. Hier seht ihr nochmal Level 10. Ihr bekommt jedes Mal immer World Cup Spieler noch dazu und könnt hier natürlich noch weitere Packs rausholen. Und zwar zum Beispiel ein 3-Spieler-Pack mit 85+ Gesamtbewertung. Also da sind auf jeden Fall sehr, sehr nice Karten mit dabei. Und zusätzlich bekommt ihr halt immer wieder diese ganzen WM-Spieler, die ihr einfach wirklich nur sammeln müsst. Hier auf Twitter habe ich einmal die komplette Zusammenfassung gefunden von FootDonk. Der hat das gepostet. Das ist sehr, sehr nice. Ihr bekommt auf jeden Fall für 6 Spieler ein 80 bis 84 Rated 8 Players Pack. Dann bekommt ihr bei 25 Spielern zum Beispiel ein 80 bis 84 Rated 8 Players Pack. Bei 50 Spielern bekommt ihr ein Prime Gold Players Pack, also 45k Set. Bei 100 Spielern bekommt ihr halt 80 plus Rated 5 Players Pack. Danach bekommt ihr ein 1 von 4 83 plus Player Pick bei 150 Karten. Bei 200 Spielern sind das dann ein 80 plus 8 mal Spieler Pack. Danach bei 350 Karten sind das halt 1 von 4 83 plus Player Picks schon wieder. Und ab 500 Karten wird das Ganze so ein bisschen interessanter. Da bekommt ihr nämlich ein 11x81 plus Players Pack. Bei 600 Karten bekommt ihr ein Jumbo Rare Players Pack, also 100k Set. Und bei 750 Spielern bekommt ihr auf jeden Fall das 3x85 plus Players Pack. Es gibt noch 5 weitere Level, zu denen ist allerdings noch nichts bekannt. Ich denke, die werden auch erst in einer gewissen Zeit released werden, weil erstmal die Leute auf jeden Fall die 750 Spieler zusammensammeln müssen. Und im Ganzen ist die Liste natürlich noch viel höher. Ich denke mal, ihr könnt ja, werdet da ja alles abschließen. Dementsprechend werden hier auf jeden Fall sehr, sehr viele Spieler reinfließen. Und so sollte das Ganze dann auf jeden Fall funktionieren. Ey, yo, ich bin gerade mit dem Schnitt fertig geworden. Ich habe komplett vergessen, ein Outro aufzunehmen. Deswegen habe ich jetzt um 7.30 Uhr morgens ein Outro für euch. Also Leute, wenn euch das ganze Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Abonniert den Channel, wenn ihr neu seid. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann aktiviert ihr auch noch die Glocke. Vielen, 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 vielen Dank für jeden einzelnen Support. Ich kann mich nur wirklich bei euch bedanken. Und wir sehen uns zum nächsten Video morgen Abend, Leute. Macht's gut und ciao.